Liebe Schülerinnen und Schüler, ich möchte euch in diesem Extra-Video zeigen, wie man parallel verschiebt. Dafür brauchen wir zuerst eine Gerade, die wir im Anschluss parallel verschieben wollen. Dafür zeichnen wir eine Gerade G. Weiters haben wir einen Punkt P gegeben. Nun suchen wir eine Gerade, die durch den Punkt P geht und parallel zu G ist. Dafür brauchen wir unser großes Geodreieck, das wir an die Gerade G anlegen. Und unser kleines Geodreieck, das wir an die Kante unseres anderen Geodreiecks legen. Jetzt halten wir unser kleines Geodreieck fest und drücken es aufs Papier. Das große dagegen lassen wir locker. Jetzt können wir unser großes Geodreieck nämlich leicht verschieben und entlang unseres kleinen Geodreiecks nach oben gleiten lassen, durch den Punkt P. Und im Anschluss eine Gerade durch den Punkt P zeichnen. Wir haben also nun eine zu G parallele Gerade durch den Punkt P gefunden. Man verwendet dafür die eingezeichneten Zeichen. Falls du kein zweites Geodreieck hast, möchte ich dir nun zeigen, wie du parallel verschieben kannst mit einem Lineal oder einem anderen Gegenstand. Zuerst brauchen wir wieder eine Gerade, die wir parallel verschieben wollen. In diesem Fall die Gerade M. Dann haben wir einen Punkt gegeben, den Punkt S. Und wir wollen nun eine zu M parallele Gerade durch den Punkt S finden und im Anschluss auch eine zu M parallele Gerade durch den Punkt T. Zuerst nehmen wir wieder unser großes Geodreieck her und legen es an die Gerade M. Dann unser Lineal zum Beispiel. Und legen es wieder fest an die Kante unseres Geodreiecks. Wir drücken das Lineal an und schieben das Geodreieck nach oben und durch den Punkt S und zeichnen eine Gerade ein. Jetzt haben wir unsere erste parallele Gerade gefunden. Jetzt nehmen wir wieder unser Geodreieck, legen es an die Gerade M. Und diesmal zum Beispiel einen festen anderen Gegenstand, in dem Fall ein Notizbuch. Wir halten dieses, wieder nachdem wir es an die Kante gelegt haben, fest und schieben unser großes Geodreieck entlang der Kante nach oben durch den Punkt T. Wir können eine Gerade einzeichnen. Diese ist auch wieder parallel zur Gerade M.